Déjà vu, I've just been in this place before, higher on the streets. Juhu! Oh. Da kommt ein... Fahren wir lieber runter. Jetzt können wir wieder hochfahren. Higher on the streets and on the... Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Gockel Game. Ich bin Seo Levi und heute gibt es eine weitere Folge OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir sind auf der Linie 249 nach Bohr-Rathaus über Herten-Mitte von Recklinghausen und ich fahre jetzt ganz schnell mal los, weil wir haben nur noch 0,6 Minuten, nicht 60 Sekunden. Und ich sollte natürlich auch die Info anschalten, aber zum Glück weiß ich, dass es hier lang geht. Müssen wir uns mal beeilen, dass wir da hinkommen. Quietsch. Oh, Black. Okay, da vorne ist der Hauptbahnhof. Das wird knapp. Quietsch. Quietsch, quietsch. Au, au, au. Oh, perfekt. Ja, hör mal hier. Perfekt geparkt, ne? Auch hier die schönen Anzeigen, wenn man das mal gesehen hat. Oh, ich glaube, wir müssen abfahren. Ja, da diese schönen Anzeigen. Hallo. So. Und weiter geht's. Und wieder eine rote Ampel. Ihr seht doch, dass wir hier angefordert nach links und dann sieht das K steht für, ich weiß nicht genau für was das steht, aber es ist jedenfalls, dass wir angefordert haben, dass die Ampel grün wird. Und da wird es auch schon grün. Perfekt. So was, solche Ampeln mag ich doch. Das sind eigentlich Straßenbahnampeln, aber jetzt gibt es hier eine eigene Busspur. Aua. Ups. So, hier die Allee anlang und dann ist die nächste Haltestelle Vitor, wie ihr sicher gerade gehört habt. Und es leckt wieder. Perfekt. Okay, der Leck hat sich wieder gefangen. Das hat sich mal gelohnt, diese Busspur. Naja, vielleicht lohnt sich es im Feierabendverkehr. Oh. Ja, da. Rote Ampel. Aber wir haben es wieder angefordert und da wird es auch schon grün. Perfekt. So, und hier vorne müsste jetzt Vitor sein. Jo, die solche Brücken. Alter, was ist das denn für eine Brücke? So hoch und dann... Ach, Alter. Hier ist auch so ein modernes Shopping Center. Und wieder eine rote Ampel. Jit. Aber ich habe diesmal sehr gut an der Haltelinie gehalten. Und hinter uns ist die 239. So, so. Aber es ist wieder eine rote Ampel. Und ich skippe das natürlich wieder für euch. So. Es wird grün. Dann musst du auf jeden Fall nicht. Wir mussten geradeaus, ne? Hab mich schon gewundert. Aber wir können einfach hier über den Platz fahren. Zack. Und... Zack! Wir sind wieder auf der Route. Okay. Hey, du klaust mir die Fahrgäste. Mann.
So, 7,10 € gibt der Dude mir und möchte eine Tageskarte und das reicht auch schon. Okay. Ruhig, ruhig. Da seht ihr auch wieder so eine schöne Anzeige. Sogar schöner als am Hauptbahnhof. Boah. Recklinghausen gibt was her. Vielleicht da, wo wir jetzt vorher lang gefahren sind, Gladbeck und so, da gab es sowas nicht. Steintor. Ja, das war die Haltestelle Steintor. wie ihr es vielleicht gesehen und bemerkt habt. Ich weiß, ihr seid schlau. Und deswegen habt ihr das gerade bemerkt. Und habt das nicht gehört. Naja. Junge, jetzt hängt uns dieser Bus die ganze Zeit vor der Nase, ey. Ist das nervig. Oh, ich hab eine Idee. Warte. Boah, fährst du Scheiße. Ups. Von der Hinterachse. Video Strike. Wegen Beleidigung. Ich kann da nichts zu. Kommt ihr hier hin? Ja, ihr lauft schön hier hin. Perfekt. Das, die Verspätung, scheiß auf Verspätung, also das ist mir jetzt wichtig, dass die guten... Hallo Busfahrer. Und da kommen die anderen. Hallo? Hallo. So, weiter geht's. Jetzt kommt Paulusstraße. Und wieder eine rote Ampel. Hey, das ist lustig, wie er so hier in zweiter Reihe einfach steht, so. T.U. Da ist die Paulusstraße. Ich dachte erst, das wäre die Straße, die da hinten weitergeht, aber nee, das ist der Hubel. Oh, ein Polizeiauto. Moin, Meister! Okay. Aua. Ich hab irgendwie. Oh, 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 das habt ihr. Oh, oh, au, 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 au. Zum Glück ist die Polizei schon weg. Können wir, glaube ich, sogar durchfahren. Ja. Auch wenn es langweilig ist, aber wir können durchfahren. Das ist doch gut eigentlich. Weil dann können wir ein bisschen Zeit aufholen. Wir werden das eh nicht auf... Doch, wir haben wieder Zeit aufgeholt. Okay. Ich sag nichts. Ich nehme alles von letzter Folge zurück. Moltke Straße. Josef Straße ist da einfach dick gedruckt. Keine Ahnung. Moltke Straße. Ist das eine Kirche? Das sieht aus wie eine Kirche aus von hinten. So eine... Sieht lustig aus, das Haus. Wie so eine Kirche, so mit einem Mini-Turm. Der Turm einfach der eine 1 Meter, 5 Meter höher ist als der, als die Kirche. Und jetzt alle Türen auf. Einmal die Tageskarte, bitte. Das war eine Frau und ihr habt gerade die Stimme gehört. Das war ein Mann, die Stimme, ja. Oh, hinten hätte ich früher mal schließen sollen. Jetzt kommen wahrscheinlich Anforderungen. Ja, wir können anfordern, perfekt. Aber es ist trotzdem eine rote Ampel und das wird auch wieder geskippt. Vorne rechts übrigens, by the way, beste Straße hier, ne? Die hier. Molkolkte Straße. Kommt der Westring. Westring. Gebrauchtwagen Spandau. Perfekt. Genau so sieht's aus.
So, das scheint hier der Westring zu sein, der hier kreuzt. Und das scheint mir ein langsames Auto zu sein, dass, wenn es nicht etwas schneller fährt, über den Haufen gefahren wird. Oder auch nicht, weil wir jetzt hier reinfahren und eine Haltestelle haben. Und ja, es war nicht so gut rangefahren, ne, an den Bordstein. Immer noch zu kalt. Mal kurz zeigen. Oh. Hallo. Und weiter geht's. Nächste Haltestelle ist Sankt Suribert, oder? Oder das Sankt Suibert Platz. Sankt Suibert Platz. Perfekt, jetzt wissen wir es alle. So, jetzt ist es, glaube ich, aus Gladbeck raus. Von den Straßennamen oder Haltestellennamen sieht mir das nämlich auch so aus. Siegenberg und sowas. Oder müssen wir hier raus? Nein, niemals müssen wir hier raus. Perfekt. Wir müssen hier niemals raus, weil auf die Autobahn müssen wir nicht. Das ist ja, gehört ja jetzt zu jeder Folge dazu, ne, dass wir uns einmal verfahren. Ach, das war zu weit ausgeholt. Juhu! Dö. Oh, es laggt. Déjà vu, I've just been in this place before, higher on the streets. Dö, 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 dö. Juhu! Oh. Da kommt ein. Fahren wir lieber runter. Jetzt können wir wieder hochfahren. Higher on the streets and I know. Okay. Gut. Nein. Hallo, Halli, hallo. So, alle wollen hier eine Tageskarte. Was ist denn heute los? So eine Tageskarte. Oh, ich kann auf der Busspur bleiben. Déjà vu, I've just been in this place before. Das ist unsere Busspur. Okay. Ah, der läuft nur rum. Pech gehabt. Oh, wir holen gut auf. Tiergartenstraße ist die nächste Haltestelle. Tiergartenstraße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach, oh, ne. Das haben wir nicht mehr geschafft, vor der Kreuzung zu bremsen. Egal. Hallo. Hallo. Oh, Löschchen! Oh, oh, wir holen unsere Verspätung sehr gut auf. Oh, oh, ich sehe es. Oh, wir sind wieder im Zeitplan. Nächste Haltestelle, Josefstraße. Josefstraße. Okay, da will ich mal aussteigen. Ah, hier ist die Straße wieder kaputt. Ja,
Leute. Oh, nein, sie ist nicht kaputt. Aber auf manchen Maps ist es wirklich so, dass die Straße einfach aus Gras ist. Oder ab und zu irgendwann gibt es so einen Bug, dass dann einfach die Straße besteht aus Gras. Die Markierungen und so sind da, aber die Straße besteht einfach nur aus Gras. Perfekt, die Ampel wird grün. Und das ist aber eine englische Busspur hier. Überhaupt möglich hier zu halten? Nee, hier drin kann man gar nicht halten. Aber perfekt gehalten an Bordstein und dann würde ich sagen damit. Du hast das mit dieser Folge. Bei der nächsten Folge geht's weiter. Wenn euch der Part gefallen hat, dann... Da, ihr seht's. Lasst gerne ein Like da. Und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Ein Like und ein Kommentar helfen auch super für den YouTube-Algorithmus. Pause das Spiel gerade mal. Weil sonst die Zeit abläuft. Boah, wir Verspätung kriegen. Jedenfalls hilft das super und das Video wird häufiger vorgeschlagen. Da können noch mehr Leute unseren Content sehen. Und das würde uns sehr freuen. Und deswegen lasst gerne alle ein Like da und schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.